Also, ich suche einen Vektor, den ich zuerst um Faktor 3 in x-Richtung, um Faktor 2 in z-Richtung strecken muss, zum Schluss noch an der yz-Ebene spiegeln muss, um diesen Vektor 3, 2, 1 zu halten. Ich hoffe, diese Schreibweise 3, 2, 1 irritiert Sie nicht. Sie sehen das kleine t oben drüber, das bedeutet, der muss transponiert werden. Also sprich, 3, 2, 1 steht eigentlich übereinander und ist damit ein normaler Vektor. Die Schreibweise verwendet man hauptsächlich aus Faulheitsgründen, weil wenn Sie im Buch das oder im Computer das übereinander schreiben müssen, dann brauchen Sie einen Formel-Editor, und wenn Sie es hintereinander schreiben, kann man es nochmal schreiben. Also machen Sie sich keinen Kopf, Sie werden das oft sehen, aber 3, 2, 1 mit T oben drüber heißt einfach nur, eigentlich müsste es ein Vektor sein. Gut, wie gehe ich vor? Ich suche ja einen Vektor. Von diesem Vektor weiß ich nichts. Also sage ich mal ganz intelligent, dieser Vektor, den ich suche, dem gebe ich die Koordinaten A, B, C. Und diesen Vektor möchte ich strecken. Das heißt, ich multipliziere mit einer Streckmatrix. Die Matrix streckt um Faktor 3 in x-Richtung. Sie streckt um Faktor 2 in z-Richtung. In y-Richtung streckt sie nicht. Aber jetzt spiegelt sie noch an der y-Ebene. Spiegelung an der x-y-Ebene heißt, in der ersten, ich habe eine Einheitsmatrix praktisch, sagen wir es mal so. Und x-y-Ebene-Spiegelung heißt, die in der x-Koordinate ist eine minus 1. Sie können jetzt eine Matrizenmultiplikation machen von diesen beiden Matrizen. Sie könnten sich aber auch schlauer anstellen. Sie können sagen, wenn ich nur eine Kombination von Strecken und Spiegeln habe, mache ich gar nicht zwei Matrizen, sondern ich sage nur, ich nehme eine Streckmatrix und sage, wenn ich jetzt an der XY-Ebene spiegel, kommt mir einfach im ersten Beitrag, also im ersten Diagonalelement, noch ein Minus dazu. Fertig. Gut. Und das soll den Vektor 3, 2, 1 geben. Ab jetzt ist es relativ einfach. Ich multipliziere diese Matrix mit dem Vektor. Zeile mal Spalte. Minus 3 mal a gibt, falsche Farbe. Minus 3 mal a gibt minus 3a plus 0 mal b plus 0 mal c gibt 0, bleibt bei 3a. Zweite Zeile mal Vektor. 0 mal a ist 0, 1 mal b ist b. 0 mal c ist 0, also bleibt nur ein b übrig. Dritte Zeile mal den Vektor. 0 mal a ist 0, 0 mal b ist 0, 2 mal c ist 2c. Und das Ganze soll sein 3, 2, 1. Und naja, jetzt betrachte ich das Ganze Zeile für Zeile. Im ersten Eintrag habe ich minus 3a gleich 3. Wenn ich durch minus 3 teile, heißt das a gleich minus 1. In der zweiten Zeile habe ich b gleich 2. Da gibt es nicht viel zu tun. Und in der dritten Zeile habe ich 2c gleich 1. Wenn ich durch 2 teile, habe ich c ist 1/2, sprich 0,5, und das ist mein Vektor. Das heißt, der Vektor, den ich suche, man hätte ihn auch x nennen können oder so, ist minus 1, 2 und 0,5.